So, meine Lieben, wir haben hier in dieser wunderschönen Anlage eine Wohnung zu vermieten und sehr preiswert, denn die Miete ist in Tele, nicht in Euro. Das wäre der Pool, das ist der Winterzustand. Wir haben den 7. oder 8. Januar heute und das ist der Eingangsbereich. Also hier funktioniert noch alles. Das gehört zusammen, das da gehört zusammen mit der Anlage hier, also mit dem Gebäude. Wir haben auch Generator, Spielplatz. Dann haben wir hier so eine Art Indoor-Spielplatz für die Kinder, aber aktuell wegen Corona, wie immer die Ausrede, sind manche Sachen nicht in Funktion. Hier haben wir ein bisschen einen Fitnessbereich. Scheiß drauf, das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist dieses Klo hier, denn ich war da mal drauf. Das heißt, meine Aura ist hier noch mit integriert. Ja? Und das ist unbezahlbar. Sauna haben wir auch. Ich mache mal Licht. Eine Sauna haben wir auch. Dann Lavasteine. Dann haben wir Indoor-Pool, aber angeblich wegen Corona deaktiviert. Wir haben aber auch super Anlagen, da funktioniert der Indoor-Pool. Ja? Diese 5-Zimmer-Wohnung in dieser super Anlage ist so gut wie verkauft. Wir warten nur noch auf Montag, auf das endgültige Okay. Dann haben wir hier Spielplatz und hier ist gemeinsamer Aufenthaltsbereich. So, und jetzt gehen wir zur Wohnung. Es ist eine 1+1 Wohnung, nur für 3000 Lira. Ich bin Lira Touch Euro Idiot. Ich rechne jetzt mal den Euro aus. Die Wohnung hat Mehrblick, super Mehrblick sogar. Und, also ihr könnt schon sehen, das ist schon was Gehobeneres hier. Hier in dem Gebäude habe ich auch eine 6-Zimmer-Wohnung für 250.000 Euro. Also dank den guten Kurs für euch. Ne? Manche Spastis denken immer, oh, die Türkei, nein, die Türkei hat Inflation wegen Lira ist nichts wert, bla bla bla. Ihr Idioten, ihr zahlt doch mit Euro, ihr habt doch Vorteile. Habt ihr keine Mathematik gehabt in der Schule oder was? Mensch, schau, die Wohnung kostet jetzt 3000 Lira, also bekommt ihr sie für 200 Euro. Ja? Vor ein paar Monaten war sie 300 Euro wert. Versteht ihr? Der Mietvertrag ist in Lira. Und hier haben wir die Eingangstür, die typische Stahltür. In dem Fall haben wir auch noch hier diese Möglichkeit, dass man sehen kann, wer vor der Tür steht. Aber hier haben wir Waschmaschinenanschlussbereich. Die Wohnung wird leer vermietet. Ich habe auch gleich eine in der ähnlichen Größe. Die wird vollmöbliert vermietet. Und hier haben wir Mehrblick, aber guten Mehrblick. Mega Mehrblick. Ja, ihr hört richtig. Es ist die D400, die ist sehr laut. Aber die ist nicht so laut wie ganz vorne die Wohnungen. Und das Gute ist, wenn wir hier die Tür zumachen, also wirklich mega Mehrblick. Wenn wir hier die Tür zumachen, ist es natürlich leiser. Hört man noch was? Nein. Und wir haben hier auch noch Jalousien, wenn wir die auch noch zumachen. Jalousien, warum? Ja, die sind schon drin. Elektrisch, yes. Das wäre die Einbauküche, das ist das Wohnzimmer. Also wer Lust hat, für 3000 Lira, also auch nach ein paar Monaten, wenn der Euro steigt, zahlt ihr nicht 200 Euro, vielleicht nur 150 Euro. Versteht ihr? Im Mietvertrag steht die Wohnung für 3000 Lira. Also Leute, hier nochmal die Küche. Dann schauen wir mal in einen Schrank rein. Dann schauen wir mal ins Bad.
So, also Durchlauf-Aidser ist schon mal da. Durchlauf-Aidser ist da. Hier haben wir die Dusche. Ich mache mal Licht an. Entschuldigung. So, jetzt. Also die Dusche ist auch nicht unbedingt klein. Dann haben wir hier Lüftungsfenster. Müsste auch mal sauber gemacht werden. Also die Wohnung wird so übergeben. Im Großen und Ganzen ist sie nicht so schmutzig. Und hier haben wir das Schlafzimmer. Da müsst ihr halt euer Bett hier herstellen. Klimaanlagenanschlüsse sind schon bereit. Und hier ist Fernseheranschluss für den Fernseher. Wenn man dann im Bett liegt, mit mir zum Beispiel. Ne? Und dann hier dann zack, zack, zack. Und man hat mehr Blick vom Schlafzimmer. Also wie gesagt, wir sind jetzt leider an dieser sehr lauten D400. Aber die Miete ist geschenkt. Ja, geschenkt. Also hier habt ihr mehr Blick, da vorne ist gleich der Beach Club, da vorne ist der Supermarkt, da hinten ist mein Café. So, so viel mal von mir, meine Lieben. Das wäre Wohnung Nummer 1 von heute zum Mieten. Langzu, ich zeige euch heute aber auch noch gleich eine möblierte. Die kostet aber 300 Euro und die bleibt 300 Euro, weil das 300 Euro sind wie viele Lira? Ja, also diese kostet 3000 Lira bloß. Okay, thank you, we go to the next. So, jetzt gehen wir zu einer Wohnung von Investoren zum Mieten. Die kostet nur, ach ja, hier habt ihr noch Fahrradabstellbereiche. Gell? Für die Wohnung haben wir hier noch Fahrradabstellbereiche. Und die Klimaanlagen kommen hier rein, nicht am Balkon. Ja? Okay, meine Lieben, also wer Lust hat, meldet sich. 200 Euro bloß, also 3000 Lira. Tschüssi. Teşekkürler diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. So, das war hart, das war hart. Aber es ist für euch alle gut und für mich auch. Und alles besser, qualitativ. Viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. War anstrengend, sehr anstrengend.